Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider und wir sind jetzt hier immer noch im Knast von Azkaban, haben so ein bisschen durchgekämpft, schon allerhand Türen aufgemacht und im Treppenhaus rumgelaufen und auch allerhand eingesammelt, aber wir sind immer noch nicht raus aus dem Knast hier. Wir irren hier rum. Die Knarren haben wir wieder. Da kann ich schon mal mein Revolverchen ziehen. Brauche ich jetzt nicht. So. Aber da waren die Toiletten, ne? Ja. Aber wir sind irgendwie immer noch nicht raus. Achso, wir müssten mal zurück zum Treppenhaus gehen und gucken, ob man da oben irgendwie raus kann. Denn da oben, habe ich gesehen, sind... Ne? Ne, oben. Oben gucken. Da. Und noch weiter hoch. Sind nämlich vergitterte Fenster. Und wenn ich jetzt nach ganz oben gehe, kann ich ja mal gucken, was da gibt. Da waren wir nämlich noch nicht. Aha. Saupanz. Hat mir wehgetan. So. Naja, Wachen soll es natürlich geben. Jetzt ist einfach Schluss hier. Nee, da. Da ist Schluss, da ist Dach, aber da kann ich nicht raus. Aber da ist ein Vorsprung, ne? Ja, ja. Ein Geheimgängelchen. Was gibt's denn hier? Uzi-Munition, na gut. Fackeln. Revolver-Munition. Wie sieht's denn aus hier? Revolver 56. 12 von der Shotgun. 34 Granaten. Hm? Fackeln 59. 9 und 3. Na gut. So, dann will ich jetzt aber auch mal speichern. So. Erstmal wieder raus hier. Ein Ausgang ist hier auch nicht. Aufpassen, dass man nicht runterfällt, weil kein Geländer und so. Gefährlich, gefährlich. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir fürchterlich einen abgebrochen, hier dieses Treppenhaus hinzufriemeln. Das war schwer. Das hat mich ein paar Tage beschäftigt. Aber ist doch ganz gut gelungen, ne? So, ich muss nach ganz unten, damit ich wieder in den Zellentrakt komme, weil hier ist ja nichts. Hier habe ich ja schon alles durch. Nicht fallen. Das wäre noch zu hoch. Ziemlich alles so gerade gut gegangen. Ja, alles ziemlich hoch hier. So, jetzt waren doch da irgendwo in Zellen, da war doch eine Zellentür aufgegangen und später habe ich gesehen, in der Zelle eine Seitentür aufgegangen, ne? Hier unten ist nichts, ne? Hier ist alle zu, die Zellentüren. Meine Zelle war doch auch unten, oder? War das nicht die hier? Ja, das weiß ich. Weiter hoch. Wieder Treppen. Ist aber relativ ruhig hier so im Knast. Ne? Ich habe schon einige umgelegt, ne? So. Jetzt müssen wir hier die Zellentür finden. Das war aber bei einem weißen Gang. Nicht bei einem Gittergang. Hier, ne? Ja, genau. Die Zelle ist auf. Da. Seitentür von so einer Zelle. Mysteriös irgendwie.
Irgendwas Fieses. Das sind doch diese, da brauche ich aber keine Munition vorballern für. Und da hinten war auch noch irgendwas. Irgendwie so eine Mumie oder sowas, ne? Da nehmen wir den Eumel für. Ein Schuss? Okay. Ach, da kommt schon wieder. Ja, habe ich getroffen. Das sind so Fledermäuse, so blutsaugende. Gibt's sowas eigentlich? Fledermäuse, die einen angreifen? So in echt? Wasser ist immer so eine Sache, ne? Also Wasser. Ja, ja, ja. Kann ich den eigentlich von hier aus? Nö. Das Oll. Das ist ja Oll. Du musst dann mal ein bisschen wegschwimmen, sonst kann ich dich doch gar nicht erschießen. Und wenn ich jetzt hier... Oh, jetzt. Ich glaube... Jawohl. Kann ich in das Wasser reinspringen? Was gibt's denn hier eigentlich noch? Kann ich so nicht sehen. Nicht, dass da noch mehr Krokodile sind. Da sind zwei Löcher. Da war ich hergekommen. Ach ja. Was ist hier? Da kann man hoch. Das sind auch Löcher da. Jo. Ein schäbiges Räumchen hier. Und da ist eine Tür. Aber die ist zu. Okay. Ist hier so nichts weiter zu holen, ne? Da muss das da hinten irgendwo weitergehen. Ja, schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Gitter. Und da ist ein, hinter ist ein Raum mit einem Schalter. Und da ist noch ein Gang. Also kann man da drüber? Nee, dann kann ich von hier aus ja nicht da rein. Da muss ich nochmal wieder zurück. Uah, Vorsicht, nicht Aua machen. Also noch einen haben wir. Hier. Na? Oh, das hört sich schon wieder an. Ratten, bäh. Igitt. Aber Munition haben wir immer ge... Oh, da ist noch eine. Los, komm her. Aber da bestimmt schon ganz ordentlich was.
68, ja. So, mal schnell zwischengespeichert. Ah, schon wieder. Und da ist der Schalter. Das ist doch der Raum, wo ich ja sicher. Na klar, da habe ich gerade vorgestanden. So, jetzt können wir den Schalter umlegen. Und der macht bestimmt da drüben die Tür auf. Ja. Die da, ne? Jawohl. Jetzt ist die Tür auf. Jetzt müssen wir aber den Weg zurück. Das Gitter ist zugeblieben. Ja. Hm. Ob wir überhaupt nochmal rauskommen aus dem Knast, ist alles so sieht so wie so Kloake hier. Wenn ich das Rohr angucke, so, das ist doch ein Kackrohr. Irgendwie so Kanalisation ist ja relativ tief gelegen hier, glaube ich. So, jetzt ist die Tür auf. Oh nö. Schon wieder Ratten. Was gibt's denn hier? Da ist noch eine Tür. Und noch mehr Ratten. Da rennt sie. Und wieder ein Schalter. Aber wie komme ich da hin? Schalter, der doch bestimmt die Tür aufmacht. Ich höre schon wieder Schritte. Ah. So, was ist hier noch? Da ist ein Loch. Nicht einfach reinspringen. Das könnte auch eine Feuergrube sein. Nö. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Hä? Bup, hat er gesagt. Hat man gehört? Wir mal rein, müssen wir sowieso weiterkommen. Tief ist nicht so tief. Ne? Oh, das ist auch ein Vorsprung. Ein Angang. Tropft ja immer noch. So. Da lang. Jetzt geht's wieder zurück. Ach nee. Und jetzt sind wir in dem Raum mit dem Schalter, ne? Ja, ja, da ist ja die Tür. So. Schalter umlegen, Weg zurück. Genau. Da ist die Tür auf. Und jetzt zurück. Oh. Da ist jetzt Wasser drin. Also tief Luft holen. Und dann muss ich zurück schwimmen. Na, dann wollen wir mal. Da muss man sich nämlich ein bisschen beeilen. Er säuft dann nämlich qualvoll. Schneller, 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 schneller. Höher. Jetzt der Ausgang hier. Ach, da. Ich habe um das Loch rumgelaufen. Nee, da bin ich hergekommen, ne? Da geht's lang. So, gucken. Ich höre schon wieder Schritte.
Muss ich mich hinknien? Ah ja. Na, hier geht's ja nicht weiter. Andersrum. Wieso ist denn das so? So eng. Soll ich jetzt alles kriechen? Ja. Warum? Weil ich unter dem Gefängnishof bin. Das ist ein Gulli hier. Da. Aha. Und oben im Gefängnishof patrouillieren natürlich Wachen. Und windig ist es draußen, sehe ich gerade. Das ist der Gefängnishof, die Gefängnismauer. Und ich bin hier im Gulli, deswegen sehen die mich nicht. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier mal gucken, ob es hier weitergeht. Vielleicht kann man jetzt irgendwo raus. Vielleicht ist ja auch irgendwo einer von den Gullis draußen auf der Straße. Gullideckel hochdrücken und abhauen. Wir werden sehen, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann lasst mir ein Like da. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit unserer Ausbruchsaktion. Bis dann, bye bye, tschüssi.